Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Seven Days to Die in der 1-0 zusammen mit dem Baumstreicher. Hallo. Gut, 1-0 Experimental, aber ist es die 1-0? Wir laufen gerade von der besten Idee, die wir jemals hatten, weg, um uns bei Rekt mit Sublo Stufe 1 Quests wieder rumzuschlagen. Das ist ja... Ey, aber wenn es klappt, das ist Nummer 10, also... Fahrrad. Oder irgendwas anderes Cooles. Oh, was wäre denn noch so cool wie Fahrrad? Minimotor. Eine Armbrust. Gut, deine Idee ist auch gut. Dann spart man nämlich Stamina. Ja. Ich meine sogar, Minibike hatte man bei Stufe 2 oder Stufe 3 als Auswahl, aber das finde ich ein wenig unrealistisch. Dass der rein. Oh, mach mal die Tür hinter dir wieder zu. Hey, Rekt? Na? Didn't we at least wipe that shit off your boots before you come into my... Brauchst du Shotgun-Muni oder kann ich mir eine Suppe nehmen? Doing one job doesn't make us pals. Aktuell brauche ich keine Shotgun-Muni. Dann gibt's eine Suppe. Bundle of Skill. Was? Aufgabe 10 ist immer noch nicht? Vielleicht haben die das jetzt nach Biomen getrennt, dass wir bei ihm vielleicht nur Stufe 1er kriegen. Obwohl, irgendwann wird er uns dann ja mit Sicherheit trotzdem mal... Ich brauche noch ein Shotgun-Buch. Hast du zu viel... Ich hab ja noch ein Quest genommen im Übrigen. Ich kann jetzt Double Barrel machen. Brauche ich nur noch eine Werkbank. Und Forged Iron. Haben wir eine Werkbank? Können wir machen. Eine Schmiede weiß können ich. Wir machen. Schmiede ist schon gemacht. So. Die Schmiede. Ich habe mir ja jetzt schon noch mal den Mausoleum so übrigens so ein Fetch mitgenommen, nur dass du Bescheid weißt. Ja, weil in der Ledertruhe ist ja die Forge. Wir haben ja noch nicht den Arbeitsbereich. Soll ich jetzt auch noch was mitnehmen, oder? Oh, nimm mal irgendeine Kleinigkeit mit, so ein Fetcher ausgraben. Na gut, auch die... Nimm irgendwas mit, was nicht zu weit weg ist. Vorzugsweise im Süden, auch wenn wir das Gebäude schon mal hatten. Ich hätte das Mausoleum auch. Gut, das ist vielleicht die goldene Ausnahme, das vielleicht nicht. Ich habe nur Clear Zombie dann, wenn im Süden. Ja, nimm. Oder wir machen Jerry nochmal. Ja, aber im Süden haben wir beides hier schnell erledigt und können entspannt nach Hause. Das fände ich cool. Jerry war ja... Wo war der denn? Ich nehme Jerry mit. No, nochmal im Süden. So, dann machen wir jetzt hier mal ganz kurz, das ist ja gleich nach, das heißt, wir können nicht abgeben, machen die Quests kurz fertig. Dann geht's nach Hause, Studien betreiben zum Thema Blutmond und was wollen wir alles? Sterben. Ach, du willst sterben. Na ja, gut, das ist nicht so geil. So, die Katze nochmal ein höher. Pistole können die nochmal leveln. Parkour. Obwohl der Speer so langsam natürlich auch geil wäre. Naja, ich warte kurz, bis der Swagger da ist. Ich hätte mal den... Ach, du bist schon komplett durchgelaufen. Ich habe dir hier in der Kiste deine Munition und so hingelassen. Achso, ja, mir ist auch gerade eingefallen. Ich hätte ja auch nochmal in den Kisten mal aufräumen können. Das könnte ich auch jetzt noch machen. Ich kann auch zu den Kisten kommen, alles gut. Bullshit, ich bin jetzt auf dem Weg. Okay, weil ich finde das eigentlich klug, das mit dem Aufräumen in den Kisten. Stech dich nachher dafür noch ab. Ja, liebevoll. Ja, mit Liebe. Stich in den Rücken. Ja. Wohl, nehme ich dich als Screenshot? Ja, ne, komm. Oh. Und go. So, wir müssen nur was abholen. Endloot nehmen wir natürlich gratis mit.
Obwohl hier auch mit Schleichen und so könnte man gut machen. Auf jeden Fall muss ich mir mal neue Pfeile machen. Hey, ey. Mensch. Wenn da nur jemand 9 Eisenpfeile hätte und 15 Schuss 9 mm. Ja, rein hypothetisch. Du gibst diesen jemanden ja nicht. Wir haben auch Eisenspitzen zu Hause. Also ein paar ich könnte tatsächlich auf Eisen hochgehen. Ich brauche die Steine gar nicht mehr. Ach, das ist schon der Endlootraum hier. Oh, wow. Cool. Es gibt nur den Raum. Stimmt. Wow. Ich nehme mal die Kerze mit. Ich spiele das Spiel öfter als ich. Ja, ja, ja. Ich habe ein Kochbuch für dich. Cool. Und potenziell noch ein Bogenbuch. Schön. Bogenbuch, Kochbuch. Oh, Pits. Medical. Oh, das bist auch du, ne? Ja. Hab ich in die Kiste daneben gepackt. Ja, dann nehmen wir den Rest aus der anderen. Deine Vorräte sind oben und für meine muss ich graben. Ist ja klar. So, das heißt, das Rangerbuch können wir verkaufen. Oder? Ja. So. Bisschen überladen mal wieder, aber egal. Bin die ganze Zeit überladen. Ja. Cool. Was war, du hast jetzt noch einen Jerry wieder mit dabei, ne? Ja, ja, der ist auf dem Weg nach Hause. Jerry's Phil. Cool. Ich nehme mal meine Fackel irgendwie mit rein. Dann sehen wir ein bisschen was. Mensch, läufst du mit dem Stock oder mit einer nicht leuchtenden Fackel rum? Das ist ein Stock. Okay. Für dich. Ja. Für die Mitglieder im Club ist es eine Fackel. Vielleicht rüstest du die Fackel nochmal neu aus. Nee, hast recht. Ist nur eine Clubmitgliederfackel. Verstanden. Mhm. Schleichkill. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es umgefallen. Pfeil wieder? Danke. Ach, hier habe ich Hundi das letzte Mal umgebracht, ich erinnere mich. Ist ja jetzt auch nicht so lange her. Ich bin gerade Stahlknüppelteile, ey. Wir haben auch schon Stahlsperrteile zu Hause. Okay, der Regen bumst die FPS tatsächlich bei mir gerade. Oh, echt? Cool. Nein, nicht cool, aber ich finde es interessant, dass es doch irgendwo mal Grenzen gibt. Vor uns ist ein Turi. Ja, weiß nicht. Ich würde ihn vielleicht ignorieren. Aus Angst ist nicht wert. Ach, das war Jerry. Oh, warte, Essen. Ich muss kurz nachladen, aber ich mache extra Schaden an Tieren. Das kann ich schon mal sagen. Du hast Bambi getötet. Ja, wenn du schon behauptest, dass ich Klopfer umgebracht habe, muss ich Bambi ja auch noch erledigen, ne? 20 Fleisch. Ah. So, das Ding dürfte ja an sich gelootet sein, weil wir waren hier schon mal. Jupp, alles empty. Feld voll.
Der Tourist kommt auf uns zugerannt mit leuchtenden Augen. Ist das nicht cool? Ja, vor allem wenn man eine Quest annimmt. Boah, ich will keine gescheiterte Quest in meinem Questlock haben. Auf ihn! Tja. Ja, ich mache gar keinen Krach, wenn ich über Müll gehe, ne? Das ist gut. Hinterm Tresen ist bestimmt wieder die Krankenschwester. Entschuldigung. Nö, ist sie nicht, aber sie hat, wer auch immer es ist, hat eine Frau, hat einen Freund dabei. Was die da wohl getrieben haben. Igitt. Man kann er seinen Arm dafür jetzt nicht mehr benutzen. Drei Gammelwasser, sehr schön. Können wir uns irgendwo mal sammeln? Ja, damit wir unser Inventar aufräumen oder damit wir zusammen sind? Beides. Ich habe hier Passen Gaskisten, können wir nehmen. Alter, ich habe... Guck dir mal den Dingensschrank hier an. Das war der Schreibtisch. Dreimal für Harvesting Tools, cool. Geil. Ich will auch. So, dann ich hab Scrapping for Fun für dich. Cool. Lass mal eine Box nutzen. Ja, und die untere, da hab ich Scrapping for Fun. Ich würde mal sagen, du rotzt einfach in beide Kisten alles rein und dann gucke ich in beiden Kisten, was ich draufstapeln kann. Na warte, lass mir... Ja, egal. Munition kann ich ja gleich nehmen. So, ich habe beide... voll gerotzt, hab immer noch ein paar Sachen im Inventar. Aber ein paar konnte ich stapeln. Hast du was im Inventar jetzt aktuell oder nicht? Ja. Ich habe sogar noch ziemlich viel im Inventar. Gut, ich habe gerade mein Inventar bis zum... bevor ich überladen bin, jetzt bestückt. Gut, dann guck mal, ob du oben jetzt noch was draufstapeln kannst. Da habe ich jetzt meinen Scheiß hingerotzt. Nö. Aber ich nehme das eine Buch ab. Wie gesagt, wenn nehme ich, kann ich noch was nehmen. Ich bin hier jetzt um 1 Slot überladen. Scheiß drauf. Oh, scheiße. Ja, dann wäre ich halt um 1 Slot überladen. Das heißt, es macht nicht wirklich einen Unterschied. Ich habe irgendwas kaputt schlagen hören. Oh, Mr. Schleichebogen. Irgendwas ist irgendwo wach, aber auf das, was ich schleichen wollte. LOL. Denk an die Vorräte. Ja, ich weiß, ich muss da hoch zu dir. Ich hab hier einen Biker draußen. Weg auf dem Weg. Ich hab mal die Tür hinter mir zugemacht. Oh, macht der viel Damage. Gut, dass ich die Quest schon erledigt habe. Boah, ich hab ihn. Hui! Ich hab meine Tasche. Cool. Und was gab's im Endloot? Eine Kiste habe ich oben sogar noch offen, noch nicht aufgemacht. Ja, medizinisches Zeug. Auf jeden Fall schon wieder ein Bogenbuch, was ich schon längst gelesen habe. Also nee, du wahrscheinlich dann auch wieder. Das häuft sich momentan. Dann Bogenteil. Oh, Schrotflintenmunition. Assassin Gloves. Oh, das finde ich gut. Habe ich da jetzt? Primitive Gloves, ja, nö, weg damit. Ja, das war's. Wow.
Ich nehme einen blauen Container. Ist noch, sind noch Gegner, nur als Info. Ja. Chemiebank habe ich schon. Du schießt schon wieder auf eine Leiche wahrscheinlich. Ah ne, da hinten schießt du. Okay, vergiss es. Ich habe gedacht, du schießt in den Container rein. Die unten sind auch wach im Container, ne? Keine Ahnung. Also ich habe sie nicht geweckt, sagen wir es mal so. Wie schnell der einfach den Zaun eingeschlagen hat. Ich habe zweimal Armort ab. Der Zaun war, glaube ich, schon präpariert. Ne, die im Container sind noch, die schlafen noch. Ja, bin schon dabei. Oh, ich sehe sogar nur einen. Der noch lebt. Ach klar, Biker. Toll. Ich habe hier einen mit Leuchteraugen. Toll. Ich bin wieder einen Hit vom Tod entfernt. Er ist tot. Ah, ich bin in ein bis zwei Schläge. Gut, wir wollten doch eh nach Hause. Oder wollen wir sie noch auf? Ach, können wir sie auch gleich wieder abgeben. Und dann uns auf den Blutmond vorbereiten. Na. Direkt um vier aufmachen. Jetzt ja gesagt, also. Ja, ja, weil dann brauchen wir nicht doppelt laufen. Aber tendenziell würde ich auch sagen, wenn wir genug Holz haben, würde ich erstmal wieder so ein Standardding machen für die erste Nacht. So einen kleinen Laufpfad mit den Klapptüren im Boden. Wenn du jetzt nicht sagst, das ist eine blöde Idee. Also wenn du, oder du hast eine bessere Idee. Das, nein. Ich bin also offen für irgendwas. Das, was wir gerade in der Military Base, das sah schon vielversprechend aus. Aber ich würde meinen Hintern verwenden, die würden dann einfach die Stützen wegschlagen. Ja. Obwohl ich kann mir fast vorstellen, ich müsste mir das eigentlich nochmal angucken, was die hier machen. Das Konzept fand ich schon ziemlich geil. Vor allem, wenn das wirklich funktioniert. Oh, da ist ein Zeitungsständer. Ja, ist da noch Zeitung drin? Ja, und welche? Papier. Ah, tolle Zeitung. Achso, ich habe noch zweimal Armor ab. Nehme ich gerne. Du musst mich wohl einfangen. Ja, ich habe gerade noch Zombie. Komisch, der Zombie-Apokalypse. Hab ihn umgebracht. Okay. Also manchmal ist das mit dem Schleichschaden, funktioniert das doch wirklich gut. Aber ich würde mich trotzdem über einen Bogen, schrägstrich eine Armbrust freuen, mit der ich besser treffe. Ich könnte jetzt schon Holzbogen machen, habe ich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Stufe 2. Na gut, ich komme jetzt mal zu dir, bevor ich reingucke. Muss mal schauen, wie weit ich von der vom Crossbow entfernt bin. Der wäre mir nämlich um einiges lieber als Feuerbogen. Ja, bräuchte ich auch 7 um Kochen, ja. Die nächsten 2 Level-Ups gehen dann nochmal in Stärke und dann ins Kochen, dann habe ich Kochen fertig. Oh. Das heißt, da kann ich ein paar Kochbücher lesen, wenn wir wieder welche finden. Nein, Masterchef ist dann fertig. Ach so. Das ist der Skill. Ach so. Kochbücher, das ist okay. Alter. Da habe ich gerade mal 28 von 100. 100? Okay, was bringen die? Mehr Rezepte? Nee. Rezepte. Die Kochbücher sind Rezepte. Und der Masterchef, den du da machst? Ist der interne Skill bei String, dass ich schneller kochen kann. Ah, dass du schneller kochen kannst. Und warum schon wieder bist du so garstig? Mein Gott, ich hab nur gefragt. Weil du nicht zuhörst. Big Cup. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Oh, Inventar voll. Ach, so viel dazu. Ich hab doch mal eine Suppe, die ich mal essen kann. Genau. Oh.
Eichheld. Es war jemand zu Hause. Einer, um genau zu sein. So, Händler da. Oh, meine Rüstung ist weak. Stimmt. Was hat mir angezeigt? Was brauche ich denn, um die zu reparieren? Auf jeden Fall Platz im Inventar. Ich schätze mal, dass ich damit Reparaturkits aber vorankommen werde. Dem, dem, dem. Ich hole mich gleich wieder dazu, wenn ich an der Kiste stehe und, mein, und mit dem Inventar aufräumen loslegen kann. Das dauert gerade sehr lang, bis ich da bin. Ja. Ah, die Kisten zum Aufräumen. Ja. So, ich habe Bücher. Okay, du brauchst das Ranger-Buch nicht angucken. Es hat sich irgendwie aufgestapelt auf das Bestehende. Aber ich habe noch eins dazu gepackt. Alter. Armored up. Use. Hat noch nichts Neues gebracht, schade. Dann verkauft werden das Buch. So. Jetzt kannst du in der Kiste gucken, ob du da noch was draufgestapelt kriegst. Und dann könnten wir theoretisch aufteilen und dann anständig nach Hause gleich. Ich mach dir eh gleich auf. Aktuell bin ich um einen überladen, aber das ist der White River Supply. Der verschwindet gleich. Gut, wir jetzt um 7 überladen, aber scheiß drauf. Ich gebe okay. Ja auch zwei von. Ich gebe ja zwei ab. Achso. Eröffnet nicht um Punkt 4. 4:05 war das, ne? Ja. Trader Rick is now open. Stand vor der verschlossenen Tür. Was soll das denn? Auch wieder so Darkness Falls Luxus. Keine Öffnungszeiten. 24 Stunden Service. Here's your pay, Einstein. Now that you did the put away your weapon, unless you'd like to die in my store. Baked Potato. Korn. My shop, you cheap. Nehme ich mal 762 Ammo mit. Bye or bye. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Nee, komm, musst du einfach holen. Ja, komm, gib mir die Mollys. Immer noch nicht abgeschlossen? Well, get the hell out of my store. Mir fällt doch gerade ein Challenge, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Oh, ist da viel grün. Cool, was habe ich denn hier? Craft Landclaim Block, habe ich geschafft. Craft Bedroll, habe ich geschafft. Building Blocks, geschafft. Place Building Blocks, geschafft. Was fehlt mir hier? Upgrade Blocks, ja okay. 100 TP. Place a Door. Toilettensymbol ist nicht gut. Storage Container. Ja. Place Torch. Super. Spike Trap. Upgrade to Cobblestone. Okay. Jetzt habe ich hier Advanced Survival. Tiere. Fleisch. Wasser. So. Eat Shared Meat. Ach, Mist, hätte ich mir das Questbelohnung nehmen können. Gibt 500 EP. Oh, guter Deal. You want something? Farmplot, das hast du wahrscheinlich schon fertig. Read the magazine. Grab Items, ja, tue ich regelmäßig. Well, how about you browse your ass right out of my store? Take a look. Vielleicht müssen wir echt jetzt die Fahrräder selber bauen, egal was ist. Ich hab gerade mal geguckt, ich kann mir Genia markieren, aber zeigt sie mir nicht auf der Map an. Schade.
Das wär's jetzt doch gewesen. Ja. Oh, er sagt uns, dass er sogar was es gibt bei Ragtide Farming Gedöns, bei Ian Medical Gedöns, bei Bob wie Heikels sind Tools, bei Hugh Waffen und Munition und bei Joel Rüstung. Cool. Westerns. Ganz geil, dass man das so angezeigt wird. Komplette Quest hier. Oh, warte mal. Some Quests. Quest hier. Completing 10 Quests with a Trader will complete the Tier of Quests with him. Geteilte Quests werden nicht mehr gezählt. Ja, ich hab's auch gerade bei der Aufgabe gelesen. Wow, das heißt, wenn wir jeder immer zwei Quests, also mit zwei Quests machen wir jeder eine mitnehmen, müssen wir. Wow, 20 Quests müssen wir machen, wenn wir bei der Logik machen. Genau. Wow. Gut, dass wir 6 schon haben, also 12. Ja. Aber ja, gut. Letzte? Kann ich mitleben. Trade Route. Rex zieht zu Yen, Yen zu Bob, Bob zu Hugh und Hugh zu Joe. Ah, cool, wir haben den richtigen Verlauf jetzt drin. Das ist ja geil. Harvest Honey. Ja, 2000 EP. Ja, her damit. Das ist ein Level Up. Nee, tut's nicht. Leder, gib 1000. Her damit. Komm, krieg ich noch ein Level Up? Ja, schön. Was habe ich hier noch? Advanced. Oh, da hab ich schon einen fertig. Enter Wastelands. 5000 DP. Also, viele Überlebende, die dort reingehen, kommen nie wieder zurück. Werden zum Opfer von Zombie und Zombiebären und, ja, cool. Landminen sind überall verteilt. Da steht alles damit drin. Wie cool ist das denn? Ah, okay. Und es gibt auch Langzeitüberleben. Auch mal ein ganz wichtiger, großer Punkt. Das heißt, dieses random jetzt gestorben war irgendwie ungünstig. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich, was das angehe, auch nach dem ersten Blutmond ein bisschen ruhiger und entspannter rangehen werde und dann weniger sterben möchte. Werde, wie auch immer. Ja, was möchtest du noch sagen? Nix? Gut. Ja, alles gut. Survive one Blood Moon. Survive 5 Blood Moons. Ja, ob wir den ersten überleben, das wird sich zeigen. Wir haben in etwa den heutigen Tag, um was vorzubereiten, ne? Und ich bin damit beschäftigt, Herausforderungen zu lesen. Toll! Zombie Slayer. 500 Zombies. Achso, nochmal spezielle. Ah, cool. Okay, das ist wirklich cool. Aber das heißt, ich nehme mir nochmal eine Quest mit und dann geht's nach Hause. Hey, Jackass! Wo wohnen wir denn zufällig? Im Südwesten. Hast du was da? Nordwesten, Südwesten, Clear Zombies. Robert Strackshake. Cool. Gut. Direkte Quest mitgenommen für zu Hause. Ah, dass die geteilten Quests jetzt nicht mehr zählen, finde ich ärgerlich. Passiert. Voll streng genommen ist auch echt frech, ne? Die Quests machen wir ja trotzdem 100%. Naja, egal. Wahrscheinlich haben die sich so gedacht, das ist ja viel zu einfach, wenn man da mehreren reingeht oder so. Keine Ahnung. Gut, ja. Wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Das heißt, die nächste Folge wird panisches Aufbauen von irgendetwas Hordefallenmäßiges sein. Also geradeaus laufen, Falltüren zum Drüberschlagen, irgendwas komplett Improvisiertes. Wir könnten uns natürlich auch einfach in den Militärspot, den wir da hatten, hinsetzen, oben aufs Dach und gucken, ob wir durchkommen. Funktioniert ja relativ gut da. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und zum Abschied gibt es noch einen toten Zombie. Wuhu! Ciao!